Hallo, heute rechnen wir die Industriemeisterbasisqualifikationsprüfung NTG aus dem Frühjahr 2009 und die Aufgabe 5 soll es sein. Dort geht es um eine hydraulische Presse, die zwei Druckkolben hat, unterschiedliche Durchmesser für die Druckkolben und irgendwie wirkt der Druck bzw. eine Kraft auf den Kolben. Wir machen uns zunächst mal wieder eine kleine Skizze. Und vielleicht kann man sich das folgendermaßen vorstellen. Wir haben eine Art kommunizierendes Gefäß, das wohl so aussehen könnte. In diesem Gebilde ist der eine Druckkolben untergebracht mit seinen Dichtungen. In diesem Gebilde ist der andere Druckkolben untergebracht, ebenfalls wieder gedichtet. Und das Ganze könnte möglicherweise entweder unter einer bestimmten Kraft leiden. Aber eins wissen wir schon mal, dass dieser größere Durchmesser D1 oder 2, ich nenne ihn jetzt einfach willkürlich D2 gleich 80 mm ist. Dieser Durchmesser hier D1 gleich 40 mm. Ja, und was wissen wir noch? Wir wissen, dass der Druckkolben mit 40 mm durch eine Kolbenkraft F1 gleich 1200 Newton belastet wird. Dieses Gebilde ist der sogenannte Druckkolben. Und dieses hier soll der sogenannte Arbeitskolben sein. Gesucht